Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem alle aus dem TV-Duell wieder erwacht sind, wollen wir heute vielleicht etwas wirklich Wichtiges entscheiden und die Chance an diesem letzten Sitzungstag dazu nutzen. Und deswegen möchte ich begründen, warum wir es für sinnvoll halten, unseren Antrag Aufrüstung ablehnen, Atomwaffen aus Deutschland abzuziehen, heute aufsetzen lassen sollten. Sie wissen, die Bundesregierung plant massive Aufrüstung im Verbund mit der NATO um rund 37 Milliarden Euro. Und Sie kennen das alle, wenn Sie jetzt in Ihren Wahlkreisen unterwegs sind. Sie kennen die Situation, wie marode die Schulen sind, die Kitas sind, wie unterfinanziert die Kommunen sind. Und wir sagen, wir haben jetzt eine Chance, diesen Aufrüstungswahnsinn heute hier zu stoppen und das Geld in die Zukunft unseres Landes zu stecken. Und das wäre ein gutes Zeichen für die Wählerinnen und Wähler so kurz vor der Wahl. Und ich will begründen, warum es sinnvoll ist, das heute hier zu entscheiden. Denn wenn die Aussagen stimmen, die gerade so gemacht werden, insbesondere von den Freunden der SPD, der Grünen und auch natürlich von uns, von den Linken, dann gibt es offenbar ja eine Mehrheit hier in diesem Hause heute, die diesem Aufrüstungswahn ein Stoppzeichen setzen will. Der Kollege Oppermann schließt eine Regierungsbeteiligung aus, wenn es diese Aufrüstung geben wird. Und das ist doch mal was vor der Wahl, was Politik heute wirklich spannend machen würde. Und ich knüpfe da an Professor Lammert, der gesagt habe, wem Sie hier eigentlich verpflichtet sind, nämlich Ihrem Gewissen. Und wenn Aufrüstung keine Gewissensfrage ist, dann weiß ich es auch nicht. Deswegen sollten wir das machen. Zum Zweiten. Wie Sie alle wissen, auch das spielt gerade eine große Rolle in der Öffentlichkeit, auch in dem Wahlkampf, gibt es in Deutschland zahlreiche US-amerikanische Atomwaffen. Und wir alle wissen natürlich, wenn diese jemals, und Politik ist so schnelllebig zurzeit, Sie kennen die Krisen auf der Welt, jemals zum Einsatz kommen sollten, dann bleibt von Europa und Deutschland nichts mehr übrig. Der Kalte Krieg ist zu Ende, und wir haben heute die Chance, mit einer Mehrheit die US-amerikanische Regierung aufzufordern, ihre US-Atomwaffen endlich abzuziehen. Das wäre ein richtiges Zeichen. Auch dafür gibt es eine Mehrheit heute hier im Parlament. Und ich will deutlich sagen, es gibt heute wirklich eine Chance, eine historische Entscheidung zu treffen zu diesem Punkt. Wie oft wurde es diskutiert? Was denken die Wählerinnen und Wähler, wenn das auf den Plätzen von drei Parteien, die heute eine Mehrheit haben, immer wieder gesagt wird, wir wollen diese Atomwaffen hier nicht? Das wäre doch heute mal eine Mobilisierung und eine Motivation, auch für die Leute da draußen zu sagen, hier wird kontrovers gestritten. Und es gibt hier in diesem Parlament nun mal folgende Konstellation. SPD, Linke und Grüne sind gegen die US-Atomwaffen hier. CDU, CSU sind für die Atomwaffen hier. Das ist doch mal eine ordentlich übersichtliche Konstellation, wo es um Politik und Entscheidungen geht. Und deswegen wäre es doch ein gutes Zeichen, auch für die anstehenden Wahlen Demokratie erlebbar und spannend zu machen und nach Überzeugung heute hier abzustimmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht. Keiner weiß das. Wir wissen nicht, wie die Mehrheiten sein werden. Ist auch völlig unklar. Es kann übrigens auch sein, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie nicht mal Bundeskanzlerin sind. All das kann ja passieren in einer Demokratie. Und um das zu befördern und spannend zu machen, wie hier diese Auseinandersetzungen es auch in diesem Hause gibt, wäre es doch heute sinnvoll, wirklich das zu entscheiden. Wenn SPD, Linke und Grüne zu ihren Worten stehen, dann können wir heute Taten folgen lassen. Das wäre eine verdammt gute Sache. Es würde die Demokratie stärken. Es würde übrigens auch zeigen, dass wir unabhängig und souverän sind, auch von den Vereinigten Staaten von Amerika und unsere eigene Politik hier machen, um das auch einmal zu sagen. Sollten Sie es allerdings heute ablehnen, dass wir diesen Antrag hier kontrovers diskutieren, weil es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt, dann haben Sie natürlich ein Problem mit Ihrer Glaubwürdigkeit und nicht nur Sie, sondern ich glaube, dass Sie damit die Glaubwürdigkeit der Politik insgesamt beschädigen würden. Und deswegen lasst uns heute darüber streiten, lasst uns diesen Antrag aufsetzen und ein wichtiges Zeichen für Abrüstung und den längst überfälligen Abzug der US-Atomwaffen aus der Bundesrepublik streiten. Das wäre doch mal wirklich eine Motivation für die Wahlen, denn da geht es endlich mal um eine Sachfrage und die können wir heute entscheiden. In diesem Sinne, die Linke stimmt zu, setzen wir es auf, streiten und entscheiden. Danke. Für die CDU-CSU-Fraktion hält der Kollege Johann Wadephul.